Ja, wir wollen von den Kleinstparteien eigentlich mal wissen, wie der Wahlkampf so läuft. Und heute sind wir auf dem Kröpke bei der Partei Die Partei. Und bei mir ist Juli Klippert und wir sprechen jetzt mal über die Partei. Hallo Juli. Hallo, eine kurze Anmerkung. Wir haben übrigens mehr Mitglieder als die FDP in Hannover und sind die siebtgrößte Partei in ganz Deutschlands. Also doch keine ganz Kleinstpartei. Genau. Nun stelle ich mal meine erste Frage. Hannover soll ja in Hannover-Sie umbenannt werden. Das fordert ihr in eurem Wahlprogramm. Würde das nicht die Menschen, die Gegner des Gender-Sternchens sind, völlig verwirren? Darum machen wir das ja. Denn wir lieben es dann manchmal dann doch, die alten weißen Männern meistens zu ärgern. In der ersten Ratsperiode haben wir Hannover wieder zu Hansestadt gemacht und jetzt gehen wir den nächsten Schritt zur Namensumbenennung, um die Leute, die etwas gegen das Gendern haben, vollkommen aus der Revantage zu bringen. Ich glaube, das ist eine gute inklusive Möglichkeit. Ein Ziel in der Regionsversammlung ist ja Hildesheim einzugemeinden. Da leben doch aber nur Kulturwissenschaftsstudenten und katholische Fundamentalisten. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir finden das mit der Kultur sehr gut. Wir lieben ja Kultur und Kultur liebt ja uns. Wir kommen ja aus dem satirischen Spektrum, das passt ja ganz gut. Und wir brauchten Buchstaben mit H, unser Programm ist von A bis Z. Und da kam Hildesheim rein und haben gesagt, ja warum eigentlich nicht. Wir haben ja auch immer Stress, weil unsere Bahn bis Saarstedt geht, die wollen dafür nicht zahlen. Und dann gibt es dafür auch kein Gezänke mehr. Wir übernehmen das. Ja, und die Fundamentalisten, die müssen halt ihre Koffer packen. Statt 365-Euro-Ticket fordert ihr ja ein noch billigeres Ticket, 364 Euro. Wo soll denn aber das ganze Geld für diesen eingesparten Euro herkommen? Von den Steuerzahlenden, die sich darüber aufregen. Ich bezahle doch nicht dafür, dass Leute ÖPNV fahren. Übrigens haben wir das 365-Euro-Ticket mit allen demokratischen Parteien schon geschlossen gehabt. Der Verkehrsdezernent möchte es aber nicht umsetzen. Also ist die Forderung auch Quatsch. Deswegen fordern wir ein sehr, sehr soziales 364-Euro-Ticket. Ihr fordert ja auch einen Steak Day in städtischen Kantinen und sonst nur vegane Kost. Wollt ihr eigentlich Fleischesser total diskriminieren? Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist ja, wir müssen positiver denken. Veggie Day hat so einen negativen Anklang, dass alle sagen, oh, ich werde dazu gezwungen. Wenn wir aber positiv dran sagen, hey, einmal die Woche Steak Day, dann gehen die Leute toll drauf ab und merken gar nicht, dass sie ansonsten bioregionale vegane Kost bekommen. Und das ist ja gut fürs Klima, sonst gibt es auch kein Steak mehr, wenn es kein Klima mehr gibt. Jetzt muss ich noch mal ganz ernsthaft fragen. Seid ihr eigentlich total bescheuert, mit einem Wahlprogramm anzutreten, in dem realpolitische Forderungen drin sind? Ja, wir haben uns lange dagegen gestreut, aber die Leute an unseren Ständen haben immer wieder nach einem Wahlprogramm gefragt. Und deswegen haben wir eins geschrieben, weil die Politik liegt auf der Straße und wir müssen jetzt irgendwie beides machen. Satire und Politik haben wir uns nicht ausgesucht, aber wenn die WählerInnen das wollen, dann kriegen sie es. Sagt Juli Klippert von der Partei, Die Partei, hier am Kröpke.